Hallo und herzlich willkommen zu nicht Let's Play, sondern einfach nur Titanfall. Ich nehme euch mit auf ein paar Multiplayer-Runden Titanfall. Wir melden uns gleich mal für Materialschlacht an. Und ja, werde ein bisschen über das Spiel reden und es euch ein bisschen zeigen halt. Im Moment bin ich alleine, aber das kann sich irgendwann vielleicht, falls es so eine Aufnahme öfters geben wird, vielleicht ändern. Vielleicht habt ihr ja Bock, mit mir zu zocken. Schreibt es in die Kommentare. Das werdet ihr euch überlegen, wenn ihr meine Skills seht. Falls man das Skills nennen darf. Und das nicht verboten ist, aufgrund der Tatsache, dass die Skills wirklich nicht sonderlich gut sind. Lagune, Materialschlacht. Und ja, wir werden... Also, wer Titanfall nicht kennt, das ist, glaube ich, seit Anfang, ja, naja, schon seit ein paar Monaten ist es auf jeden Fall draußen, diesen Jahres. Und es ist halt ein Action-Shooter, First-Person-Shooter, wie man es normal kennt. Aber das Geile daran ist, es ist so ein Space-Zukunfts-Dings-Shooter, keine Ahnung. Und es gibt in diesem Shooter Titans, sogenannte. Und jetzt denkt nicht an Attack on Titan, sondern an metallische Titan. So, und wir werden auch direkt in die Action geschmissen. Und mein Titan ist auch schon bereit. In der Materialschlacht geht es darum... Wow, ist da gerade einer hochgesprungen? Boah, Alter, hab ich mich erschrocken. Gerade einer hochgesprungen, das sah so aus, ne? Oh, fuck, 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 fuck. Nee, 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 nee. Oh, scheiße, da ist noch einer. Das ist schlecht, das ist schlecht. Okay, das ist unser Titan. Wir steigen kurz ein. Können hier schön Raketensalven auf den Kollegen drauf schießen. Und mit unserer ganz normalen Angriffstaste hier den Kollegen wegrotzen. Und mal gucken, also unser Ziel ist es, die Gegner zu töten, natürlich, wie in jedem anderen Spiel auch. Mit Hilfe der Titan. Und, ich muss da kurz ein bisschen leiser machen, so für mich. Und, unserer normaler, ja, Soldatenfähigkeiten, sag ich mal. Die Soldaten in... Jetzt würde ich gerade Attack on Titan sagen, nein. Aber es ist vielleicht etwas vergleichbar. Nein, die Soldaten in Titanfall sind sehr viel beweglicher, als man das von normalen Shootern kennt. Das heißt, sie können springen, an Wänden laufen. Wir sind noch besser als vorher. Gute Arbeit, Leute. Jetzt nur nicht nachlassen. Wow, ich bin übrigens im Gewinnerteam. Und wir rennen hier gerade als 5, ne, 3 Titans, sehe ich im Moment. Sieht echt gut aus für uns, Team. Wenn kein Wunder geschieht, kann die IMC nicht gewinnen. Genau, es ist immer IMC gegen Miliz. Gehen gerade bei der Miliz. Und die Miliz sieht zumindest so aus, als wären das die Bösen. Bisher. Und wir müssen... gegen die guten Kämpfen wegen irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Spiel einen Story-Modus besitzt. Wenn ja, habe ich ihn noch nicht gefunden bisher. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Da hinten ist ein Titan. Hallo, mein Freund. Wie schön, dass er das auch gar nicht sieht. So, 2 zu 1. Ich glaube, du gehst down, mein Freund. Okay, wir haben erreicht, was wir wollen. Großartige Leistung, Mission erfüllt. Genau, wir haben gewonnen. Genau, und jetzt haben die Gegner am Ende der Schlacht noch die Chance zu entkommen. Was wir natürlich verhindern möchten. Als böse, böse Miliz. Wir dürfen nicht entkommen.
Und deswegen müssen wir das Schiff abschießen, was mir gerade nicht gelingt, da ich hier von allen Seiten belagert werde. Und ich finde, das gelingt auch in den wenigsten Fällen, weil das Schiff doch einiges aushält. Werdet ihr gleich auch noch sehen. Ich kann hier mal kurz meine Nuklearbombe einsetzen, die nicht zerbringt, weil ich nicht rechtzeitig ausgestiegen bin, aber egal. Guck mal, da hüpft noch einer rum. Den habe ich noch erwischt. Das ist ja schön. Ich bin der Schlechteste gewesen, habe aber keine Verluste. Ein Pilotenkill und drei Titan-Kills. Und halt Fußball-Kills. Ja, es gibt immer, in Materialschlacht gibt es immer ja, ganz normale Piloten halt. Dann gibt es noch, ja, so, oh, fast Level 17. Ja, ich bin schon Level 16. Weil ich schon etwas gespielt habe. Moment mal kurz. Das nächste Spiel geht eh gleich weiter. Ja, es gibt die Piloten. Die Fußvolk sind Spectre und irgendwas mit... Herausforderung, gewinne 10 Runden, okay. Irgendwas mit Miliz war das noch. Also so Infanterie-Bodentruppen halt. Und ja, die Piloten sind halt die normalen Spieler und die anderen sind halt so KI-Typen. Und die normalen Spieler können nur Titans beschwören. Von den Titans gibt es bis jetzt, soweit ich weiß, drei verschiedene Arten. Einmal den Chasey oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist einmal so ein Mittelklasse Around Titan. Da gibt es noch so einen ganz beweglichen Titan und dann gibt es noch einen Panzer Titan. Der Panzer Titan gefällt mir persönlich am besten, aber den kann man zur individuellen. Also ich kann ihn auswählen von Anfang an. Ich kann hier auch drei Klassen auswählen. Ich benutze aber am liebsten den Schützen und habe mir da auch schon selbst einen erstellt. Hier kann man halt Angriff, Panzer oder Artillerie wählen. Und ich nehme den Panzer am liebsten, aber den kriegt man halt, wenn man ihn als eigenen Titan haben will, erst ab Level 30. Und deswegen nehme ich halt immer den mittleren, weil der ist ganz cool. Genau, es geht halt darum, dass wir die Feinde erledigen, die da gerade hinten auch landen. Und keine Gnade walten lassen. Ja, die IMC-Fußsoldaten. Und die Spectre gibt es da. Da war ein Spectre und da hinten ist noch einer. Man kann Granaten werfen. Wer hätte das gedacht? Und damit die Spectre ausschalten. Spectre sage ich die ganze Zeit. Spectre heißt es ja. So, da haben wir einige mit einer Granate ausgeschaltet. Es gibt auch so immer so heraus. Okay, da hat mich eine von hinten überrascht. Nicht schlecht. Man kann hier auch immer schön sehen, wie man getötet wurde, das finde ich immer ganz angenehm. Dann kann man auch analysieren, auf was man vielleicht beim nächsten Mal erachten muss. Hä? Oh! Nee, du nicht. Nein, du nicht. Yo, Stufe 17, Bitches. Oh, shit. Shit. Die, Elektroschockgranaten eignen sich am besten gegen Titans. Denn die werden dadurch, ja, können dadurch nicht sehen. Also werden halt in ihrer Sicht eingeschränkt quasi. Ja, das war auch sehr schlau von mir, damit ich meine Position auch schön verrate. Habe ich einfach mal blind reingeschossen. Ist auch eine super Idee gewesen, ja. So, ich schmeiß einfach mal eine Granate rein, vielleicht bringt es ja was. Er hat offensichtlich nicht gebracht. Ja, man kann springen, man hat einen Doppelsprung. Nein, nein, nein. Das war nicht so schlau. Ja, es dauert immer eine Weile, bis man den Titan dann rufen kann. So, jetzt ist mein Titan bereit, aber ich bin gerade gestorben.
Ja, es gibt so eine Smart Pistol, nennt sich das. Die erfasst ihr Ziel automatisch. Und schießt dann halt, wenn man den Trigger betätigt, automatisch so oft, bis das Ziel tot ist. Und da kann man auch relativ schwer ausweichen. Da war ein Gegner. Den haben wir schick ausgeschaltet. Oh, halt. Nee, das ist kein Spieler. Doch, das ist ein Spieler. Krass. Hätte ich nicht gedacht, weil der hat ja schon längst auf mich geschossen eigentlich. Aber er spielt mit der Smart Pistol. Die wird oft angepriesen als Noob-Waffe. Naja. Ist auch relativ... Weiß ich nicht. Also für mich ist es auf jeden Fall nichts. Digga. Wow, ich habe ihn noch erwischt. Können wir das sehen noch? Ja, tatsächlich. Gut erwischt. Damit Titan ist bereit. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Ich hole jetzt mal meinen Titan her. Zack. Kommt da mal runter. So, da ist er. Und jetzt steige ich mal ein in meinen Titan. Ist schön hier drin. Ganz gemütlich. Ja, und als normaler Fußsoldat hat man halt die Möglichkeit, entweder selbst einen Titan zu holen. Also als normaler Pilot halt. Selbst einen Titan zu holen. Oder, man hat auch spezielle Waffen, die man da einsetzen kann gegen die Titans. Also spezielle Titan-Abwehrwaffen nennen sich die, glaube ich. Ja. Und die kann man halt gegen die Titans einsetzen, dauert aber relativ lange, bis man die damit down hat. Autsch. Ja. Genau. Titans haben auch noch so ganz verschiedene ja, Eigenschaften, Fähigkeiten möchte ich es mal nennen. Einmal können sie so ein... Oh, fuck. Okay. Mit E kann man aussteigen. Fuck. Okay, der hatte mich in der Luft weggefischt. Das war natürlich ganz gut von ihm. Es gibt so viel zu erklären und man hatte so wenig Zeit irgendwie. Was würde ich eigentlich als nächstes erklären? Ja, es gibt halt für jeden Titan spezielle Fähigkeiten, die kann man sich auch nach und nach mit den Leveln freischalten. Und zack, Gegner geköpft, was ist hier los? Habe ich übrigens noch nie geschafft, weil es war gerade das erste Mal, dass ich das hinbekomme. Und ich kann euch mal was Cooles zeigen, was man als Pilot machen kann, wenn man nicht im Titan unterwegs ist und trotzdem gegen den Titan, fuck you, kämpfen muss. Kann ich euch beim nächsten Mal zeigen. Ah, da war der hinter mir, da hatte ich natürlich keine Chance, den habe ich dann nicht gesehen. Und zwar kann man Folgendes machen. Da hinten ist ein Titan. Das seht ihr, Leute, an den roten Pfeilen. Und den möchte man natürlich gerne töten. Und was macht man als Pilot natürlich, wenn man super jumpen kann? Man springt auf den Titan drauf. Ist ja ganz klar. Und das versuchen wir gleich mal. Wenn er uns nicht weggeschossen hätte, hätte es auch funktioniert. Hat uns aber leider weggeschossen. Schade, sonst funktioniert es eigentlich relativ einfach. Nee, das wollen wir nicht machen. Ich lasse mal den meinen Titan da landen. So. Eigentlich, genau, können wir hier drauf springen, nämlich. Und dann, ja, er hat hier jetzt so einen Nebel ausgelöst, der macht sau viel Schaden. Aber das ist auch, eins der wenigen Mittel, sich gegen so Piloten, die draufsteigen, zu wehren. Was macht der denn da? Steht einfach nur rum! Hallo! Darf ich mal erfahren, was hier abgeht?
ich meine Granate noch? Nee, habe ich nicht mehr geworfen. Schade. Ja, mein Titan wird hier so als hellblauer Pfeil noch angezeigt. Ich habe ihn natürlich beschworen und der ist und bleibt natürlich da. Und, kämpft. Für mich. Und ich helfe ihm jetzt mal ein bisschen. Indem ich den Kollegen hier mal ein bisschen Pain zufüge. So. So. Scheiße, er hat mich gesehen. Aber es macht nichts. Ich renne einfach mal rum. Ganz hochprofessionell. Hat auch noch so spezielle Fähigkeiten, die man aktivieren kann. So ein Stealth-Mode hat man standardmäßig. Aber man kann auch. Oh. Okay, habe ich mich selbst umgebracht? Wie das denn? Egal. Auf jeden Fall ist es passiert. Ich habe mich offensichtlich selbst umgebracht. Naja, was soll's. Ja, wie gesagt, Titan haben so spezielle Fähigkeiten. Wir haben übrigens gewonnen. Das finde ich gut. Und jetzt müssen halt die Gegner, wie beim letzten Mal schon erwähnt, evakuiert werden. Was sie manchmal schaffen. Ja, danke, Alter. Kloppt sich einer mit dem rum und dann bin ich natürlich down. Und kann nicht respawnen. Naja. Und wir müssen das Schiff abschießen und sobald wir gewonnen oder verloren haben, gibt es keinen Respawn mehr. Dann müssen entweder die Gegner fliehen. Ihr rennt gerade nebeneinander her, ihr Vollidioten, Alter. Schießt doch. Oh, blöd kann man sein. General, völlig blöd. Ja, aber wie gesagt, das Schiff zu erledigen ist in den letzten, ist in den seltensten Fällen erfolgreich. Gelingt fast nie. So, diesmal war ich zweitbester. Verluste zwar 12, Pilotenkill 7, Titankills 2 und Fußballkill 25. Das sieht doch alles ganz gut aus. Und das gefällt mir gut. Ja, naja, so ein ganz noobiger Typ bin ich auch nicht. Ich finde auch, in diesem Spiel habe ich wesentlich mehr Aim als in so anderen Spielen. Also in Saints Row kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr das verfolgt. Das spiele ich zwar mit Controller, aber manchmal, wenn es um Aim geht, wechsle ich halt auch auf Maus. Aber da habe ich bei Weitem nicht so viel Sprengladung, Minen mit Fernzündung habe ich bekommen. Cool. Da habe ich bei Weitem nicht so viel Aim wie hier. 10 kritische Treffer, 30 Kopftreffer und 15 Frontsoldaten getötet. Schön. Pilotenlayouts habe ich jetzt eine neue Explosionswaffe und zwar die Rucksackladung. Rucksackladungen haften an jeder Oberfläche und versuchen haben. Das mag ich aber nicht. Ich nehme die Granate lieber. Und das passt dann schon. Genau, würde ich sagen. Jo. Super, dann machen wir noch eine Runde. Ach ja, die Burncards. Das ist ein bisschen komplizierter. Das erkläre ich vielleicht dann beim nächsten Mal, wenn ich die Lobby nach der Runde verlasse, denn danach spielen wir noch einen anderen Spielmodus. Bisher habe ich nur Materialschlacht und Pilotenkampf oder wie das heißt, Pilotenschlacht oder so gespielt, weil das meine beiden Lieblingsmodi sind. Die anderen ist so Capture the Flag und irgendwas halten, beschützen oder so, halt die klassischen Modi, die man so kennt aus so Ego-Shootern. Finde ich jetzt alles nicht so spannend. Ich finde so Team Deathmatch so bisher am spannendsten, so finde ich immer ganz gut. Mag ich gerne. So, wir warten noch auf die anderen Spieler und dann kann es losgehen mit der nächsten Runde. Und ich stelle mir das echt lustig vor, wenn man das mit anderen zusammenspielt. So ähnlich, also nicht so ähnlich, bei weitem nicht so ähnlich wie Hazard Ops. Aber halt auch recht lustig. Ich meine, mit Hazard Ops kann man es halt echt nicht vergleichen, weil die Grafik ist halt wunderschön, das muss man schon sagen. Sau detailliert. Und die Spielmechanik, die funktioniert einfach sau geil. Also das Springen und alles super gut. Da kann man wirklich nicht meckern.
So, ich gucke mich mal ein bisschen um hier. Ich halte hier mal den Rücken frei, Kollege. Naja, ich bin hinter dir. Kein Feind, keine Sorge. So, wollen wir mal gucken. Erstschlag. Okay, wir hatten den First Strike. Habe ich tatsächlich auch mal in einer Runde... Wo ist denn der hin? Ah ja, so. In einer Runde geschafft, dass ich den First Strike hatte. Das fand ich ganz cool. So, ihr seht ja hier vielleicht schon diese Geschütztürme. Was war das denn? Genau, und die kann man auch einnehmen. Und zwar, wenn man hier so ein Terminal findet, was hier oben gar nicht ist. Das ist dann wahrscheinlich unten. Irgendwo unten müsste das denn sein. Fuck you. Okay. Da habe ich nicht schnell genug reagiert. Der hat andauernd gekickt. Achso, nee, ich habe mich selbst getötet. Ja, ist auch schön. Selbstmord ist auch, ja. Eigentlich keine Option. Aber egal. Also wir können diese Türme einnehmen, wenn wir das möchten. Der schießt da fröhlich auf unsere Freunde, das finde ich nicht gut. Das kann ich beim besten Willen kann ich das nicht gut heißen. Ah, da wurde ich von hinten geholt. Das war nicht gut. Ja, ihr habt es eben bei ihm gesehen. Er hat so eine Fähigkeit aktiviert, dass er sich halt unsichtbar machen kann. Hallo, Großer. Ist das ein Böser? Ne, das ist ein Guter. Oder? Glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht von beidem etwas. Oh, aber das ist auf jeden Fall ein Böser. Das ist auf jeden Fall ein Böser. Und auf den steige ich jetzt drauf. Komm schon, Großer. Ja! Yeah. Rodeo Time! Das war einer von den Athletischen, die ich vorhin erwähnte. Ja, da habe ich, guck mal, das ist das untere, ist die Lebensanzeige. Ja, und er kriegt jetzt noch schön eine Elektrogranate rein. Und wenn meine Kollegen klug sind, dann haben sie ihm noch ein bisschen Damage gemacht. Haben sie offensichtlich nicht. Denn er turnt da noch feucht fröhlich rum. Was schlecht ist für uns, aber gut für ihn. Ist das ein Feind? Ich hoffe nicht. Oh, Stufe 18 bin ich aufgestiegen. Und jetzt kann ich auch meinen Titan holen. So, da ist meiner. Und jetzt gibt's hier ein fettes Titan-Battle, Leute. Alle haben jetzt ihre Titans. Es gibt auch, deswegen müssen wir vorsichtig sein. Wir sind noch besser als vorher. Gute Arbeit, Leute. Jetzt nur nicht nachlassen. Bei manchen, Titans. Die haben einen nuklearen Ausstieg, nennt sich das. Das heißt quasi, der Pilot kann etwas aktivieren, dann aussteigen und dann jagt sich der Titan halt selbst in Luft. Steh doch da nicht im Weg, du Vollidiot. Herausforderung abgeschlossen. Hallo? Leute? So, wir können hier mal ums Eck lunzen. Wo ist denn jetzt hier der andere? Okay, da, die beiden Kollegen helfen mir jetzt hoffentlich. Da können wir das aktivieren hier. Ja, okay, das war's. Hat er mich quasi rausgerissen aus dem Cockpit. Das finde ich auch ein bisschen unfair. Normalerweise kann man sich noch rausschießen. Aber wenn man halt so rausgerissen wird aus dem Cockpit, geht das nicht. Das sollte klar sein. Oh. Ah, fuck, nee, das ist doof. Das war eine ganz blöde Idee von mir. Ich wollte auf den Titan drauf, aber... Das geht nur, wenn der Titan alleine ist. Wenn er noch einen Buddy dabei hat, ist das eine relativ dumme Idee. Denn sein Kollege kann mich da einfach runterschießen. Und das wäre nicht so gut. So, da ist aber ein Titan alleine.
den hau ich jetzt mal weg. Ganz flottig. Ja, da habe ich noch eine Granate reingeworfen. Die ist in mir selbst explodiert. Das war natürlich ein bisschen doof. Aber ich dachte, vielleicht bringt sie was. Yo, da war ich aber auch nicht tot. Drei mit einem Mal. Naja. Ich nicht. So. Jetzt müssen wir zu dem nächsten Titan. Der ist schon da vorne. Und wartet sehnsüchtig auf uns. Der kleine Buddy hier. Yo, Bitch! Alter, ich hab den mit dem Titan Drop erledigt. Das ist geil. Okay, das ist, wenn der so hell anfängt zu leuchten, das Zeichen für uns. Weg da. Oh, ne. Okay, jetzt mein Titan so im KI-Modus. So, wir haben gleich gewonnen. Den Kollegen da hinten kann ich mal schön amüsieren. Und einfach reinschießen, da was soll's. Scheiße, okay. Ja, ich begebe mich schon auf den Weg. Okay, schnell weg. Okay, wir haben erreicht, was wir wollen. Wir haben gewonnen. Leistung, Mission erfüllt. Schon wieder. Wir sind besiegt, aber die Schlacht geht weiter. Frank, versprengte Einheiten ab, bevor wir entkommen. Das mit dem Gewinn wird langsam zur Gewohnheit. Okay, da hat sich jemand selbst hier mitgesprengt. Nein! Ah, fuck you, Alter. Da hat jemand wunderbar auf mich gezielt und mich erledigt. Naja, was soll man machen? Jo, jetzt gucken wir bei dem zu. Das ist ganz dolle spannend. Gucken wir mal lieber bei dem zu. Der hat da ein bisschen mehr Action am Start gerade. Ja, man kann mit einem sogenannten Vortex-Schild, eine Fähigkeit vom Titan, Geschütze vom Gegner abfangen und zurücksteuern. Das ist ganz praktisch. In manchen Situationen, das hat der gute Kollege hier, der Sea Colors Bad, gerade gemacht. Und ja, hat ihn, glaube ich, auch getroffen. Wir waren doch gar nicht so schlecht. Der Viertbeste ist doch eigentlich ganz gut. Und im Gewinnerteam, was will man mehr, Leute? Was will man mehr als einfach nur zu gewinnen? Zu gewinnen ist doch... Was gibt Schöneres als zu gewinnen? So, haben wir genug Punkte für den Aufstieg? Ich glaube, ja! Haben wir locker. Stufe 18, das ist super geil. Super geil, Leute. Super geil. Wir haben ein neues Gewehr, halbautomatisches Präzisionsgewehr. Das ist natürlich schön. Wir haben ganz viele Herausforderungen abgeschlossen. Das ist natürlich auch geil. Kids erzählen, wenn du einen Gegner, einen Titan auf einen Gegner fallen lässt, das haben wir diesmal auch geschafft. So, und ich verlasse jetzt mal die Lobby und mache gleich ein anderes Spiel nach einem kurzen Schnitt. Bis gleich, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part.